Das Projekt Gartenleistungen untersucht, was Gärten und Parks für die Menschen in der Stadt erbringen. Gerade in der jüngsten Zeit waren viele dieser Leistungen für die Stadtbewohnerinnen sehr greifbar und sind dankbar genutzt worden. Bewegung und Erholung an der frischen Luft, das Naturerlebnis in der Nachbarschaft oder einfach andere Menschen draußen sehen und treffen. Auch die kühlende Wirkung auf das Stadtklima, das Speichern von Wasser, die Verbesserung der Luftqualität und das Dämpfen von Verkehrslärm sind wichtige Leistungen. Die Schreber- und Gemeinschaftsgärtnerinnen freuten sich nicht nur über viel Besuch, sondern auch über eine gute Ernte. Kulturelle, regulierende und bereitstellende Ökosystemleistungen nennen das die Wissenschaftlerinnen. Das Projektteam unter der Leitung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung will diese Leistungen quantifizieren und bewerten. Doch die Arbeit bleibt nicht theoretisch. 4 Reallabore zur Nutzung von Stadträumen wurden gestartet. Die Universität Stuttgart unterstützte die Konzeption mit Workshops und analysierte die Netzwerke, die an den Reallaboren zu beteiligen sind. Darunter ist der Gemeinschaftsgarten Himmelbeet in Berlin-Wedding, der für die Nachbarschaft ein grünes Refugium bietet. Er ist ein Treffpunkt für Austausch, gemeinsames Gärtnern und die ressourcenschonende Produktion von Nahrungsmitteln mitten in der Stadt. Auch das Gartenprojekt Inselgrün in Stuttgart bietet neben dem Gärtnern viel Kultur- und Umweltbildungsarbeit. Ähnlich wie Himmelbeet in Berlin und viele andere Gemeinschaftsgärten kämpft Inselgrün aktuell um seinen Standort. In den Reallaboren der landeseigenen Grün Berlin GmbH werden gemeinsam mit Parknutzerinnen Aktionen zur Verbesserung des Parkzustandes entwickelt und umgesetzt. Naturschutz und Naturbeobachtung stehen dabei ebenso im Fokus wie Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Im Gleisdreieckpark hat das von der TU Berlin und dem Ingenieurbüro Terra Urbana betreute Reallabor eine mobile blau-grüne Infrastruktur aufgebaut, eine Anlage für die Aufbereitung und Nutzung von Duschwasser aus der dortigen Beachvolleyballanlage. Damit werden nun kühlende Verdunstungsbeete bewässert und eine vertikale Hydroponikfarm, in der im Spätsommer schon die ersten 60 Salatköpfe geerntet werden konnten. Um zu untersuchen, was die Gärten und Parks für das Stadtklima leisten, haben die Forschungspartner von der Humboldt-Universität Berlin ein Messteam in den Wedding geschickt, das deutliche Temperaturunterschiede zwischen Gärten, Grünflächen und Straßenräumen nachweisen konnte. Um die bisher wenig untersuchten kulturellen Leistungen der Grünräume zu erfassen, hat das IÖW in Stuttgart und Berlin über 2000 Bürgerinnen befragt. Die repräsentative Studie ergab, dass in beiden Städten eine erhebliche Zahlungsbereitschaft besteht für mehr Gärten und Parks in der Stadt und für ihre bessere und naturnähere Pflege. Diese Ergebnisse werden zusammen mit der Stadt Stuttgart, der Berliner Senatsverwaltung, Grün Berlin und den anderen Praxispartnern reflektiert und sollen in Konzepte und Strategien zur Sicherung und weiteren Entwicklung städtischen Grüns eingehen. Eines hat das Projekt Gartenleistungen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Fördermaßnahme Ressourceneffiziente Stadtquartiere für die Zukunft gefördert wird, schon deutlich gezeigt. Gärten und Parks werden von den Stadtbewohnerinnen hoch geschätzt. Sie wünschen sich dafür mehr Raum sowie mehr Geld für Bestandsschutz und bessere Pflege. An innovativen Ideen mangelt es den Grünflächenämtern, Parkmanagern und Gemeinschaftsgärtnerinnen nicht, häufig aber noch an der konkreten Unterstützung durch die kommunale Politik, die dabei helfen könnte, gemeinschaftliche Flächen bereitzustellen und diese auch langfristig zu sichern. Das Projekt Gartenleistung liefert dafür Daten, Argumente und praktische Beispiele.